Ja, ihr Sohn war nicht artig. Der Lukas? Der Lukas. Ja. Lukas, komm mal raus. Hey. Lukas, ich habe ein Geschenk für dich. Ja. Ja, duck dich, mein Lieber. Ah, Weihnachten im Haus. Der Lukas zieht sich aus. Hier sind seltsame Gestalten vor meiner Einfahrt. Geht doch mal nach Haus. Ich fahre besoffen rein. Der Lukas fängt an zu schreien. Der Papa haut ihm eine rein. Der Lukas ist so scheiße. Weihnachtszeit, Weihnachtszeit. Kinder. Kinder? Meine kleinen Süßen. Hallo. Lukas. Hallo, ja. Heb das auf. Ich kann nicht auf. Heb das auf, Lukas. Ey, mein du mein schläfst mein am Boden, du Loser. Hallo, Stein. Wow. Na, es ist der 24. Hast Warum du Lust auf Weihnachten? Hast du Lust auf Weihnachten? Stein? Hast du Lust auf Weihnachten, mein kleiner Lieblingssohn? Ja! Okay, dann kommt mal ganz mit. Unten sind Lukas. Ey! Moment mal. Oh, ups. Lukas? So, Papa hat erstmal. Lukas? Was denn? Wo ist dein Bruder? Stein? 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 Der Wo ist dein. Papa. Ah, guck mal. Seht ihr die. Stein, geht's dir heute gut? Freust du dich auf Weihnachten? Die ganzen Geschenke sind für dich. Alle für dich. Lukas! Für mich, Papa. Lukas, ich schieß dir in den Kopf. Verpiss dich jetzt hier in die Ecke, Lukas, und zähl bis 200. Stell dich hier in die Ecke, hier? Los. Das sind meine Geschenke. Lukas! Papa! Stell dich hier in die Ecke und zähl bis 200. Sonst schieß ich dir in den Fuß. Andersrum. Hey, aber ich kann nicht so lange sehen. Lass alle die Geschenke aufmachen, Stein. Schau mal, ist das nicht schön? Schön. Warte mal, Stein. Lukas. Lukas? Stein, hä? Was war denn in den Geschenken drin? Leckere Cocktails, oder? Vom Papa? Ja, guck. Oh, schau mal. Da machen wir da erstmal einen kleinen Loser-Tanz mit deinem blöden Bruder, der gestorben ist. Ach, Mensch. Ach Gott. Lukas, kommst du bitte langsam mal vom Krankenhaus zurück? Ja. Lukas, sonst schieße ich nochmal. Lukas, nicht auf dem Dach landen. Nein. Guck Papa, mal, Lukas. Guck mal meinen Arm, guck mal meinen Arm. Die haben mich tätowiert im Krankenhaus. Opfer. Au. Hey, Stein, ey. Lass deinen Bruder mal in Ruhe. Also, Kinders, ich bin ja ehrlich, jetzt wo wir die Bescherung gemacht haben, am helllichten Tage. Aber wo sind jetzt meine Geschenke gewesen? Lukas? Nein. Dein Geschenk, komm mal ganz kurz mit. Dein Geschenk ist, dass du jetzt hier... Ein Auto. ...in der Garage wohnst. Komm. Komm hier. Geh da, geh mal, komm mal hier hinten durch, komm mal hinten durch. Ja. So. Ne? Weißt du Bescheid, aber, Lukas. Und wenn du hier rauskommst, schieß ich dir in den Kopf. Stein, die Babysitterin sollte gleich jeden Moment kommen, denn Papa muss heute Abend noch einiges, wegflang. Ey, guck in die Garage zurück, Lukas! Tür aber zu! Doch nur. Die Babysitterin sollte, wie gesagt, jeden Abend... Ah, da ist sie, glaube ich. Hallo! Hallo, wie soll ich euch holen? Okay. sind Sie zufällig hier auf... Stein, du kennst doch die Babysitterin noch, oder? Okay. Hallo! Hallo! Da komm doch mal rein, kommen Sie ruhig mal rein. Der Papa muss heute Abend noch einen trinken gehen, aber so, wenn ich mir sie so recht anschaue, dann... Na komm doch her, du Kleiner! Da würde ich ja vielleicht sogar bei ihm bleiben. Lukas! Weg aber von der... Lukas, pass mal auf. Lukas! Komm mal mit. Komm. Nein. Komm mal mit hier, Lukas. Komm. Darf ich wenigstens die Geschenke auspacken? Lukas, schau mal hier. Komm mal, Was komm mal her. Denn? Siehst du das hier? Mhm. Willst du darin irgendwann zerstückelt enden? Nein, in der Mülltonne? Nein. Dann halt den Mund und guck jetzt hier traurig durchs Fenster, während ich in der Zeit mit der Babysitterin und Stein am Esstisch eine gute Zeit habe und Heiligabend feier. Du Stück Scheiße. Ich Frau habe Babysitterin. Hunger. Ja, ja. Ah, guck mir das an. Lukas! So, dann es gibt hier lecker... Was ist das? Ein angeschnittenes Stück Kuchen und Erdbeeren. Das sieht sehr gut aus. Ja, danke schön. Oh, hier, Klein, nimm dir ruhig einen Saft. Trink ruhig einen mit mir. 1, 2, 3, wir stoßen an. Zusammen. Mmh. Ah, so macht Weihnachten Spaß. Oh ja, Ayran Mensch, ist immer was Feines. Ich habe mir wirklich überlegt, eigentlich heute Abend auszugehen, Frau Babysitterin. Papa, aber eine Familie mein gehört uns zusammen. Lukas, ganz genau, eine Familie gehört zusammen, aber du, also... Was liegt unter deinem Baum? Die Babysitterin, ganz kurz, es sollte jeden Moment doch irgendwie, also angeblich kommt der Weihnachtsmann heute noch und bestraft die unartigen... Lukas, komm mal her! Der Weihnachtsmann kommt! Komm jetzt, los. Ey, oh, mit seiner Lukas, langen hier, guck mal. Ich komme. Das ist dein Lust. Der Weihnachtsmann! Lukas, das ist der Weihnachtsmann. Weihnachtsmann! Der Weihnachtsmann, wo ist er denn? Hallo, Weihnachtsmann! Wir sind vor der Tür, Kinder! Der Weihnachtsmann! Oh mein Gott! Jo, mein Name ist Weihnachtsmann. Oh mein Gott!
Es gibt ihn wieder. Ich bin der Weihnachtsmann, grüß euch. Hallo. Was bist du denn? Willst du tanzen, Süße? Sicher doch. Der Weihnachtsmann stinkt extrem nach Wacholderbeere, ich weiß nicht. Also. Ja, ich gib mir auch direkt noch einen. Leute. Es ist ja die heilige Nacht, Lukas. Shirt. Ja? Bitte, ich möchte, dass dein Gesicht die ganze Zeit hier durch dieses Fenster guckt, ja? Nein! Lukas, stell dich mal bitte hier außerhalb. Ups. Papa, ich gehöre Lukas, dazu. Raus! Ich bleib drin. Zack. Brauchen Sie vielleicht noch ein Wichtel? Weihnachtsmann! Ja, könnte ich jetzt auch mal zu mir gesagt. Raus jetzt! Ach Gott, okay. Weihnachtsmann, ganz kurz. Wir arbeiten das ganz kurz ab. Wir haben ja schon miteinander gesprochen. Arbeiten wir doch kurz erstmal die Liste der unartigen Kinder ab. Der aber unartigen. Das ist der Mann. Ja. Zeig mal den Pillemann. Nein. Lukas, wenn der Helfer vom Weihnachtsmann sagt, zeig mal deinen Pillemann, dann zeigst du deinen Pillemann. Ist das klar? Ja, Geh mal mit dem Weihnachtself hier in die Wäschekammer, komm. Geh aber mal hier. Von mir Sachen, die ich nicht will. Lukas. Ich rein. So, Herr Weihnachtsmann. Erstmal jetzt hier für meinen Lieblingssohn, den Alf. Alf, freust du dich, dass der Weihnachtsmann hier ist? Alf, bitte rede doch mit uns. Ach Gott, mein Sohn ist so stumm. Mein Sohn ist gerade beschäftigt, der Weihnachtsmann, wie Sie sehen. Er hat eine Freundin. Der Stein war sehr artig. Der Stein war sehr artig. Auch eine Freundin, ich auch artig. Lukas, zurück in die Wäschekammer. Herr Weihnachtsmann. Ja, es gibt ein Problem. Ja, was denn? Ja, Ihr Sohn war nicht artig. Der Lukas. Wollen Sie mir einen kleinen Gefallen tun, neben Ihrem Mörder-Bizeps vielleicht mal das Genick brechen? Und Sie passen Sie mal auf. Ja. Lukas, komm mal raus. Lukas, ich habe ein Geschenk für dich. Ja! Ja, duck dich, mein Lieber. Ja! Ach, Weihnachtsmann, du bist wirklich der Beste von allen. Freut mich. Ganz kurze Frage. Mit Ihrem Elfen, stimmt da alles, oder? Ja. Mein Elf ist komplett behindert. Da kann ich auch nicht so viel. Ja. Aber es ist immer noch der Normalste bei mir oben. Ach also. Gott, ich muss mich mal ganz kurz... Ich bin ehrlich, Herr Weihnachtsmann. Das ist wirklich echt schön, dass ich muss mich mal ganz kurz. Ach, die Couch hier. Oh, Sekundenschlaf. Die, mit der muss ich mal ganz kurz ein privates Wörtchen. Nee, die gehört zu mir, Herr Weihnachtsmann. Das tut mir wirklich leid. Okay, dann lass uns reden. Nee. Der Lukas, der kommt. Wartet draußen. Wir sind im Haus. Eine Wurst. In der Garage. Schnell weg hier, komm! Oh! Komm, dann brennen wir zusammen, du? Lukas, wo bist du? Hallo? Lukas! Wir haben ein ganz kleines Problem. Der Weihnachtsmann ist mit der Babysitterin weg. Und der Elf, der scheint jetzt hier... Hey, da oben war mein Zimmer! Stein! Bitte nicht, Stein! Vorsichtig mit dem Geschenk! Ich weiß, dass das bei dir im Kasten drin war. Stein, warte! Nein, lass mich nicht alleine mit dem Lukas! Papa! Ach, Mann! Lukas? Okay. Lukas, pass auf. Du hast sicherlich mitbekommen, dass hier vorne ein gefährlicher Sexoffender wohnt hier, ne? Was? Wo? Hier, stell dich mal ganz kurz hier hin. Bleib einfach genau hier stehen, ja? Ja. So, hä, und machst jetzt, du Klingelstreich? Klingelstreich. So. Oh, ich liebe Weihnachten vor einem gelöschten Kamin. Papa. Keine Kinder. Oh, was denn, Mann? Ich bin doch alle losgeworden. Es ist schon morgen, Lukas, ist der 25. Papa, was willst du denn? Guck mal, da macht keiner auf, aber da oben hast seh ich mit die doch. Euch beiden hier. Was denn? Was machen die denn da? Was? Oh Gott, der ich Weihnachtsmann. Ich liebe Zuckerstangen. Oh Gott, okay, Lukas, wir klingeln nochmal. Lukas, du hast die Klingel kaputt gemacht. Na, ganz toll, Lukas. Da müsste jetzt eigentlich jeden Moment jemand... Hallo? Warte nochmal ganz kurz, da müsste jetzt jeden Moment jemand... Soll ich einfach mal die Tür aufmachen? Lukas, das... Ach, Herr Weihnachtsmann, danke schön. Hier ist die Schrotflinte, die ich ihm versprochen habe. Ach Gott. Ihr beide macht euer Ding weiter und ihr zwei kommt mit mir nach Hause. Stein, ich weiß nicht, ob du die ganze Zeit holst. Ach, Mensch. Frohe Weihnachten euch allen.